richtige Lesbe, gespielt von Herr Mann Lindenker. Außerdem ist heute noch hier Herbert Berger, Saxophon. Die zwei werden diesen Abend musikalisch begleiten. Ich begrüße alle sehr herzlich, ich freue mich über den zahlreichen Besuch. Ich hoffe, dass trotzdem alle ein bisschen was sehen und noch was von dem Wein bekommen nachher. Wir sind hier im 20er-Haus, ich sehe sehr viele neue Gesichter, ein kleiner Verein, der seit 2006 10 Ausstellungen pro Jahr zeitgenössischer Kunst veranstaltet. Wenn Sie unser Programm noch nicht bekommen und es bekommen wollen, bitte ins Gästebuch, E-Mail-Adresse oder Postadresse schreiben. Ja, durchaus bekannt. Wir haben diese Komposition bereits gehört. Con Alma ist aber auch der Titel eines 13-teiligen eigentlich Werkzyklus, in dem sich Wolfgang Fried Wagner mit dem allzu frühen Tod seiner Frau Alma auseinandersetzt. Wolfgang Fried Wagner hat Alma im August 1968 kennengelernt. Knapp 2 Jahre später hat das Paar geheiratet. In den 44 gemeinsamen Jahren waren sie kulturell viel unterwegs. Der Besuch von großen Ausstellungen, das gemeinsame Erleben von insgesamt 50 Jazzkonzerten, all das wurde gleichsam zu einer Beziehungsklammer. Nach dem Tod Almas am 3. August 2012, sie war an einer heimtückischen Krankheit verstorben, musste sich Wolfgang Fried Wagner erst langsam wieder sammeln. Alles war durch den Tod der geliebten Frau aus den geordneten Bahnen gerissen. Nach langem Ringen war es ihm allmählich wieder möglich, die Dinge für sich so weit in Ordnung zu bringen, dass er mit der Aufarbeitung beginnen konnte. In den letzten 2 Monaten des Jahres 2012 entstand dieser besagte Zyklus. Zu Weihnachten lagen die zum Teil kollagierten Mischtechniken fein säuberlich in Passepartouts in der von Ernst Amering Senior angefertigten Mappe. Die einzelnen Blätter der Serie erinnern an Plattencovers. Dem Betrachter begegnen immer wieder dieselben Bildebenen. Es sind einerseits die Ebene der Musik, dann die Ebene der aufgerissenen Farbflächen und die Ebene der Lebenserinnerungen, die durch Buchstaben, Worte, Wortteile, Jahreszahlen und auch Bildelemente vermittelt werden. Die Ebene der Musik wird meist durch die Tastatur eines Klaviers symbolisiert. Nur einmal treten an ihre Stelle die Noten von Dizzy Gillespies gleichnamiger Komposition. Auf einem anderen Blatt sind 5 weitere Lieblingskompositionen des Künstlers und wohl auch seiner Frau genannt. 3 davon stehen auf dem Programm des heutigen Abends. Plötzlich gerät die Tastatur des Klaviers, bis dahin ein strenges Ordnungselement, in eine scheinbare Unordnung. Auf diesem Klavier kann man nicht mehr spielen, ist die Aussage des Künstlers. Die farbigen Flächen bringt der Beschauer unwillkürlich mit Plakatwänden in Verbindung. Aber was ist damit passiert? Sind sie von Wind und Wetter, vielleicht aber auch von den Wogen des Lebens, eingerissen und geben darunterliegende Schichten frei? Diese lassen Zusammenhänge erahnen. Zum Vorschein kommt ein Bild von Venedig,
aber auch das Titelmotiv der letztjährigen Landesausstellung. Das sind die beiden Bilder, die eigentlich dem Zyklus noch vorangestellt sind. Der gemeinsame Besuch der Landesausstellung in Braunau war bzw. Ranshofen war geplant, aber es ist ja nicht mehr dazu gekommen. Es sind die Jahreszahlen des einander Kennenlernens und des Todes Almers. Den Freudentränen weichen Tränen der Trauer. Ein Vers aus einem Gedicht von Giuseppe Ungaretti. Zeitungsausschnitte in italienischer Sprache. Auf dem Blatt mit dem Hochzeitsdatum ist das Gedicht von Erich Fried Sommer, Regen, Warm zu lesen. Dieses war auch auf Almers Pate gedruckt. Durch Almers Tod war alles, aber auch wirklich alles, in Unordnung geraten, zerrissen. Nur mit Mühe kann man auf einem Blatt die Anschrift St. Ulrich 39 in St. Martin erkennen. Das einzige Wort, das deutlich und in aller Klarheit zu lesen ist, ist das Wort Familie. Diese war es, die dem Künstler Halt gegeben hat. Im letzten Stück des Zyklus kehrt wieder Ruhe und Ordnung ein, aber die Farben sind dunkel, gedämpft, lassen Friedhofserde und Grabstein assoziieren. Ein Riss geht durch und es ist klar, dass dieser nicht wieder geschlossen werden kann. Die applizierten Blätter stammen von Almers Grab. Jedes Blatt steht für ein Familienmitglied. Und auch das Motiv der Klaviertasten wird durch die Applikation der Herbstblätter wiederholt. In der Zwischenzeit nach der Entstehung dieses Zyklus hat Wolfgang Friedwagner den Wohnsitz in St. Martin aufgegeben und ist wieder nach Ried gekommen. Wir freuen uns über diese Bereicherung und wünschen ihm, dass er hier in seiner alten und neuen Heimat sein künstlerisches Werk fortsetzen kann. Und wir freuen uns auch auf seine rege Beteiligung am kulturellen Leben der Stadt. Worte sagen. Erstens einmal ans Publikum, ja, des heutigen Abends, ja, dass nicht wenn Leute kommen werden, mit dem haben wir eh gerechnet, ja, aber dass so viel sind. Ja, also das übersteigt alle Erwartungen. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ja. Ich habe einmal zu breit. Der zweite Dank, ja, gilt der Galeristin. Ja, weil eine Galerie lebt ja eigentlich davon, dass Bilder verkauft werden, ja, dass ein Geschäft drin ist. Ja. Nur, es hat sich alles sehr verschoben. Du hast mir 2011 das Angebot gemacht, ja, und ich hätte da gern ja, was anderes ausgestellt. Ja. Aber es ist halt alles anders gekommen. Ja. Darum freut es mich darüber, dass ich die Möglichkeit habe, den Zyklus von Alma bei dir auszustellen. Ja. Das Besondere an der Ausstellung ist eben, die Bilder sind aus verständlichen Gründen nicht verkäuflich. Der dritte Dank gilt der Frau Dr. Frohmann. Ja, sehr gerne, danke. Ja. Es war sicher nicht einfach. Ja. Und ich weiß das sehr zu schätzen und du hast das hervorragend gemacht. Ja. Danke. Ja. So, der nächste Dank, ja, gilt meinen beiden Musikern. Ja. Der Hermann und ich, wir sind ja schon seit vielen Jahren befreundet. Ich habe zu meinen 60er gespielt, ja, gemeinsam mit dem Kili Seppl, 50 Jahre da hinten. Ja. Und ja, man sieht, er ist heute wieder in Hochform, ja, unterstützt wieder
von Herbert Berger. Danke. Den lerne ich übrigens heute Abend erst kennen. Ich kenne zwar viel Jazzmusiker, aber Herbert habe ich bis jetzt noch nicht kennengelernt.